Detective Smith wurde zu einem Haus gerufen, um einen Einbruch zu untersuchen. Herr Brooke behauptete, dass jemand in sein Haus eingebrochen war und seine teure Uhr gestohlen hatte. Als der Detektiv eintraf, sah er, dass die Haustür offen stand und schlammige Fußspuren zum Wohnzimmer führten. Er bemerkte auch, dass die Treppe mit Schlamm verschmutzt war. Nachdem er sich im Haus umgesehen hatte, fand Detective Smith schnell heraus, wer der Dieb war. Er ging nach oben und verhaftete den Sohn von Mr. Brooke. Warum hat er das getan? Der Detektiv stellte fest, dass keine Fußspuren aus dem Haus führten, was darauf hindeutete, dass der Dieb noch im Haus war. Vier Freunde sind zum Mittagessen ausgegangen. Schauen Sie sich das Bild an und versuchen Sie zu erraten, welche Person am reichsten ist. Es ist die Person auf der rechten Seite. Die erste Person hat ein gefälschtes iPhone, also kann sie es nicht sein. Die Person daneben hat zerrissene Schuhe, was bedeutet, dass sie sich keine neuen Schuhe leisten kann. Die dritte Freundin hat eine leere Brieftasche. Sie wird wahrscheinlich einen Freund bitten, ihren Teil der Rechnung zu bezahlen. Und die vierte hat mehrere schwarze Kreditkarten, was bedeutet, dass sie die reichste ist. Freddy ging zum Schloss in der Nähe seines Hauses, um eine verlorene Katze zurückzubringen. Dort wurde er von einem alten Mann begrüßt, der ihn hereinbat. Aber als er eintrat, verwandelte sich der alte Mann in einen bösen Zauberer, der Freddy im Schloss gefangen hielt. Dann sagte der böse Zauberer, wenn du es schaffst, drei Aufgaben zu erfüllen, die ich dir stelle, lasse ich dich nach Hause gehen. Ansonsten wirst du für immer hier festsitzen. Hier ist die erste Aufgabe. Hilf mir, meine Brille zwischen all dem Gemüse zu finden. Kannst du Freddy helfen? Hier sind sie, direkt neben dem Kürbis. Bei der nächsten Aufgabe musste Freddy einen Zaubertrank herstellen. Und die Zutaten sollten in der richtigen Reihenfolge hinzugefügt werden. Der Zauberer gab Freddy ein Stück Papier, auf dem das Rezept stand. Kannst du Freddy helfen, den Zaubertrank herzustellen? Du musst dich an den Farben der Kessel orientieren. Zuerst musst du also Curry hinzufügen, damit der Trank gelb wird. Dann fügst du einige Blaubeeren hinzu, damit er grün wird. Und zum Schluss fügst du ein paar Tomaten hinzu, damit der Trank braun aussieht. Gut gemacht, Freddy. Freddys dritte Aufgabe ist es, in diesem unordentlichen Zimmer ein Buch zu finden. Kannst du es schaffen? Es sitzt genau dort hinter der Stehlampe. Gratuliere, du hast gerade geholfen, Freddy zu befreien. Am Dienstag gingen Sam und Peter zum Abendessen in ein Restaurant. Nachdem sie gegessen hatten, wurde die Rechnung bezahlt. Aber Sam und Peter haben die Rechnung nicht bezahlt. Wer hat also für sie bezahlt? Ihr Freund, Dienstag. Damit habe ich nicht gerechnet, Helm. Atlas wachte auf dem Dachboden eines verlassenen Hauses auf. Er versuchte, einen Weg aus dem Haus zu finden, aber alles, was er finden konnte, war ein Raum mit drei Türen. Jede Tür verbarg eine andere Gefahr. Die Fenster und der Boden hinter der ersten Tür bestanden vollständig aus Vergrößerungsglas, was bedeutete, dass das Sonnenlicht ihn wahrscheinlich verbrennen würde, wenn er sie betrat. Hinter der zweiten Tür verbarg sich ein Raum voller giftiger Gase. Und hinter der dritten Tür befand sich ein hungriger Löwe. Was sollte Atlas tun, um zu entkommen? Er sollte warten, bis es Nacht ist, und dann die erste Tür benutzen. Sydney erzählte ihrer Mutter, dass ihre Gymnastikgruppe am Wochenende in ein Sportcamp fahren würde. Sie bat ihre Mutter, ihr beim Packen einer Tasche für die Reise zu helfen. Ihre Mutter packte alles ein, was ihre Tochter ihrer Meinung nach brauchen würde. Als Sydney von dem Wochenende zurückkam, erzählte sie ihrer Mutter alles über den Ausflug. Irgendwann während des Gesprächs fragte sie ihre Mutter, warum sie keine Zahnbürste eingepackt habe.
Die Mutter wusste sofort, dass Sydney B. der Frage, wo sie an diesem Wochenende wirklich gewesen war, gelogen hatte. Aber wie? Sydneys Mutter hat nämlich eine Zahnbürste eingepackt. Aber sie hat sie unter Sydneys Gymnastikkleidung gelegt. Wenn Sydney wirklich in dieses Lager gefahren wäre, hätte sie die Kleidung benutzt und die Zahnbürste gefunden. Kimberly entdeckte auf einem alten Dachboden drei Taschen und eine Notiz. Auf dem Zettel stand, dass sich in einer der Taschen $1 Million befanden. In den beiden anderen Taschen war nichts zu finden. Sie hatte nur eine Chance herauszufinden, in welcher Tasche sich das Geld befand. Kim wusste, dass nur eine der Botschaften auf den Tüten der Wahrheit entsprach. Auf der ersten Tasche stand, das Geld ist nicht hier. Auf der zweiten Tüte stand geschrieben, das Bargeld ist nicht da. Auf der letzten Tüte stand, das Bargeld ist in der zweiten Tüte. Wenn du Kimberly wärst, welche Tüte würdest du wählen? Du solltest die erste Tasche wählen. Wenn nur einer der Hinweise wahr ist, befindet sich das Geld in der ersten Tasche. Becca war gerade von einer zweiwöchigen Reise nach Ägypten zurückgekehrt. Während ihrer Reise kaufte sie einen wunderschönen Smaragd und wollte ihn einigen ihrer Freunde zeigen. Sie beschloss, eine Party nur für ihre engsten Freunde zu geben. Am nächsten Tag bemerkte sie, dass der Smaragd verschwunden war. Becca beschloss sofort, einen Detektiv zu rufen, der ihr helfen sollte, den Dieb zu finden. Sie zeigte ihm einige der Fotos, die sie am Abend zuvor gemacht hatte. Der Detektiv warf einen kurzen Blick darauf und hatte bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, wer es getan hatte. Schauen Sie sich diese Bilder an. Wie hat der Detektiv den Schuldigen gefunden? Sehen Sie sich das Mädchen an, das einen Hut trägt. Um 1 Uhr morgens ist ihr Hut flach. Aber um 2 Uhr nachts wird ihr Hut plötzlich spitz und ahmt auf seltsame Weise die Form eines Smaragds nach. Das muss sie gewesen sein. Es ist ein regnerischer Abend und Dylan fährt nach Hause. Er kommt an einer Bushaltestelle vorbei, wo ihn drei Leute um eine Mitfahrgelegenheit bitten. Dylan kann nur einen Platz in seinem Auto anbieten, aber er möchte all diesen Menschen wirklich helfen. Da ist eine alte Dame, die sehr kalt aussieht. Da ist ein Arzt, der behauptet, er müsse schnell zu einem Termin ins Krankenhaus. Und eine Frau, in die Dylan verknallt ist. Was ist das beste Arrangement, das Dylan treffen kann, um allen zu helfen? Dylan könnte dem Arzt sein Auto leihen, damit er die alte Dame nach Hause fahren kann. Dylan könnte mit dem Mädchen, in das er verknallt ist, an der Bushaltestelle warten, bis der Arzt zurückkommt und ihm sein Auto zurückgibt. Susan erfuhr, dass ihre Lieblingspopband in einem luxuriösen Club ein Privatkonzert für VIP-Kunden gab. Sie beschloss, sich durch den Hinterhof in den Club zu schleichen, aber leider stand Susan hinter der Tür einem strengen Wachmann gegenüber. Er weigerte sich, sie ohne ein Passwort hineinzulassen. Aber zu ihrem Glück fand sie einen Hinweis auf dem T-Shirt des Wachmanns. Der Hinweis lautete 2, Unendlichkeit plus B, D. Susan entzifferte den Hinweis und durfte das Konzert betreten. Kannst du erraten, wie das Passwort lautete? Sie lautete bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus. Eines Nachmittags fand Nicole ihren Vater Frank im Wohnzimmer vor, der sich große Sorgen um eine anonyme SMS machte, die er erhalten hatte. Frank war Privatdetektiv und hatte gerade eine Nachricht erhalten, die die Adresse des gefährlichsten Kriminellen der Stadt enthielt. Dirty Jack. Er beschloss, die Gegend zu überprüfen, auch wenn er nicht wusste, wie der Kriminelle aussah. Die Adresse entpuppte sich als ein altes Lagerhaus. Und als er hineinging, fand er 4 Personen vor, die an einem Tisch saßen und pokerten. Bei den 4 Personen handelte es sich um einen Tischler, einen Lastwagenfahrer, einen Mechaniker und einen Feuerwehrmann. Ohne zu zögern oder sich abzusprechen, verhaftete Frank den Feuerwehrmann. Woher wusste er, dass er der Kriminelle war? Der Feuerwehrmann war der einzige Mann im Raum.
Der Rest der Pokerspieler waren Frauen. Bobby und Rachel beschlossen, eine Tasse Kaffee zu trinken. Doch als ihre Bestellungen eintrafen, befand sich in Bobbys Kaffee eine Fliege. Er rief den Kellner und bat ihn, seine Tasse zu wechseln. Der Kellner brachte eine andere Tasse Kaffee. Aber 2 Sekunden später rief Bobby den Kellner erneut und sagte, »Hey, das ist die gleiche Tasse!« Woher wusste er das? Denn Bobby hatte bereits Zucker in seinen Kaffee getan. Und als er die Flüssigkeit in der neuen Tasse probierte, war bereits Zucker drin.